Let's do a conversation with 1 Chronicles chapter 4 and verse number 9 and 10. 1 Chronicles chapter number 4, verses number 9 and 10. 1. Chronik Kapitel 4, 9 und 10. Now Jabez was more honorable than his brothers. And take note, he was more honorable than his brothers. And his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Verse number 10. And Jabez called on the name of God of Israel, saying, O God, that you would bless me indeed to enlarge my territory, that, number 3, your hand will be with me or upon me, that you would keep me from evil, and then 4, that I may not cause pain. Other translations say, so that I will not be a transfer of pain. So God granted him what he requested. God granted him. God will grant somebody your prayer request tonight. I receive it. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Stelle fest, er war angesehener als die anderen. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. In einer anderen Übersetzung heißt es, damit ich kein Transfer von Schmerz gebe. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Und heute Abend, ich prophezeie, Gott wird jemandes Gebet beantworten. The portion where Jabez's name appears in the Bible is a very strange one. Und dieser Name Jabez, der hier in der Bibel ist, ist sehr fremd. It's very strange. Sehr fremd. So shall your history be. Your history will be written in strange books. Reserve. So wird auch deine Geschichte sein. Deine Geschichte wird in komische Bücher geschrieben werden oder in fremde Bücher, Bücher, die nicht gesehen wurden. Where your name is not expected to be written, that's where they'll write your name. I receive it. Dort, wo man nicht erwartet, dass dein Name stehen würde, dort wird dein Name geschrieben sein. Where you do not expect to be celebrated, that is where they will celebrate you. I receive it. Dort, wo du nicht erwartest, dass du gefeiert werden wirst, dort wird man dich feiern. Clap your hands and shout, I receive it. I receive it. Hände und Reihe, ich empfange. The book of Chronicles is a book that is actually reporting about the genealogy of the shakers and movers of the kingdom of Judah and Israel. Das Buch Chronik ist ein Buch, das dir den ganzen Stammbaum niederschreibt und alles aufschreibt über diese Generation, die alles bewegt und aufrüttelt. It started from creation, Adam, and then to Abraham, Abraham genealogy, and then in chapter 4, they were tracing the sons of Judah. Das war der Stammbaum von Adam, und dann ging es zu Abraham, den Stammbaum von Abraham, und hier in Kapitel 4 sehen wir den Stammbaum von Judah. So they'll mention this name, and this one was the father of so-so-and-so, and so-so-and-so was the father of so-so-and-so, and they were just mentioning names in passing. Then they got to Jabez, and then the writer stopped and wrote these two verses about him. Und da war einfach alles aufgeschrieben von Namen zu Namen, und dieser war der Vater von dem, und der war der Vater von dem, und der war der Vater von dem, und alles wurde in einem Zug geschrieben, Namen um Namen, außer als es zu Jabez kam. Bei Jabez wurde gestoppt, und da gab es zwei ganze Sätze über Jabez. He said, and Jabez also. Und es heißt Jabez auch. When he was born, in pain. Er wurde in Schmerzen geboren. And his mother called him Jabez because of the pain in which she bore him. Und seine Mutter nannte ihn Jabez wegen den Schmerzen, in denen sie ihn gebar. But Jabez changed his destiny. Aber Jabez hat seine Bestimmung verändert. From pain to blessing. Von Schmerz in Segen. From blessing to enlargement. Von Segen in Erweiterung. From enlargement to influence. Von Erweiterung zu Einfluss. And he said, protect me and let your hand be upon me.
Und er sagte, schütze mich und lass deine Hand über mir sein. That in my life I don't want to transfer pain to my children, but that I will transfer blessing, that I will not be a pain. Dass ich in meinem Leben nie Schmerz weitergeben werde an meine Kinder, sondern kein Schmerz an der, sondern Segen weitergebe. And then they brought the genealogy by saying, and God heard him. They broke the line, the story line. And then the writer said, and God heard him. Da haben sie die Geschichte, die ganze Stammbaum haben sie unterbrochen und es hieß da, und Gott hörte ihn. I don't know who is in pain tonight. Ich weiß nicht, wer in von euch in Schmerzen ist. I don't know whose destiny is being on the plate tonight. Ich weiß nicht, wessen Bestimmung unten ist heute Nacht. I don't know what the dead wave is doing to Europe tonight. Ich weiß nicht, was die dritte Welle moment Europa antut heute Nacht. We heard that Germany is going under lock again. Wir haben gehört, dass Deutschland wieder einen Lockdown macht. France is going under lock in the third wave. Und auch Frankreich schließt alles zu in der dritten Welle. Italy and Spain. Italien, Spanien. And we know that when these European giants are going through battles, then Switzerland is getting ready. But Switzerland, I prophesy in the name of Jesus, the Lord will hear your prayer tonight. Amen. The Lord will hear Apostle John Sego tonight. Amen. The Lord will hear the saints tonight. Amen. Clap your hands and shout, the Lord will hear me tonight. The Lord will hear me tonight. Und wenn Giganten wie Italien, Spanien, Deutschland, all die in den Lockdown gehen, dann wird die Schweiz sich auch bereit machen. Aber ich prophezeie im Namen Jesu, Schweiz, Gott wird euer Gebet hören heute Nacht. Er wird das Gebet von John Sego hören heute Nacht. Sagt, Gott hört mein Gebet heute Nacht. The first lesson I want you to learn tonight about prayer is that there are certain kinds of prayer God cannot resist. Die erste Lektion über das Gebet ist, es gibt bestimmte Gebete, denen kann Gott nicht widerstehen. Think about it, before you start praying tonight. Denk darüber nach. Bevor du beginnst zu beten heute Nacht. There are some prayers that hold a certain key to destinations. Da gibt es Gebete, die halten einen gewissen Schlüssel für bestimmte Ziele. Once you are able to catch the revelation of that key, it is the first step of your victory. Wenn du einmal fähig bist, die Offenbarung dieses Schlüssels zu erhaschen, dann ist das der erste Schritt zu deinem Sieg. It was Jesus who said, when you pray, say that our Father who art in heaven. Da war Jesus, der hat gesagt, wenn du betest, sag unser Vater, der du bist im Himmel. He said, and pray and say, thy kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven. Es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hey, nothing happens on this earth but the will and the purpose and the counsel of God only. Nichts in dieser Erde geschieht außer der Wille und der Ratschlag Gottes allein. And so when you are able to key into the counsel and the will of God, that is step number one. Der Schritt eins ist, dass wenn du fähig bist, dich einzulocken, einzugraben in den Willen Gottes, nur allein seinen Willen und seinen Ratschlag. And Jabez prayed and God heard him. Why? Because he prayed and invoked the will and the counsel of God over his life. Und Jabez hat gebetet und er hat den Willen Gottes und den Ratschlag Gottes über seinem Leben heruntergeholt. And here is the conflict. Here is the conflict. Da ist der Konflikt. Sometimes the real happening does not suggest that God's will is in the action. Sometimes. Manchmal sieht es so aus, als das, was wirklich geschieht, als wäre nicht der Wille Gottes am Geschehen. How would Jabez's mother know that Jabez was honorable amongst all his brothers? How would she know? Wie konnte die Mutter von Jabez wissen, dass Jabez angesehener sein würde als all seine Brüder? Because the situation on the ground did not suggest that the man was honorable. Weil die Situation, die da vorlag, hat gar nicht gezeigt, dass dieser mehr ehrbar wäre als seine Brüder. The situation on the ground was that she was in pain. The Bible doesn't tell us what kind of pain, but I can suggest one or two of them for you tonight.
Die Bibel sagt, dass die Frau wirklich in Schmerzen lag. Wir wissen nicht, was für Schmerzen, aber ich kann dir ein oder zwei vorschlagen heute Nacht. Maybe she wasn't feeling the love of her husband at that time, or maybe the husband had abandoned her and ran away at the time. Vielleicht hat sie nicht die Liebe ihres Ehemannes gespürt zu dieser Zeit, oder der Ehemann ist weggerannt und hat sie verlassen in dieser Zeit. Maybe during the pregnancy she went through stuff of pain, of challenges, diseases, sicknesses, maybe. Vielleicht ist sie während der Schwangerschaft durch Schmerzen oder Krankheiten gegangen. Vielleicht. Mary went through rejection when she was pregnant with Joseph. Maria ist durch Ablehnung hindurchgegangen, als sie mit Josef war und schwanger war. And if God had not spoken to her, probably she would have loved to abort the baby. But what she did not know was that despite the circumstances, she was carrying the Son of God inside her womb. Und hätte nicht Gott zu ihr gesprochen vorher, hätte sie vielleicht das Kind abtreiben wollen. Aber nichtsdestotrotz hat sie den Sohn Gottes in sich getragen. Rebecca was pregnant and she was in such a distress. And then she went over to us, what is happening? I've been asking God to give me a child, but he asked God for this pain. What is this? And then they said to her, the pain is because you are carrying two destinies in your womb. And two nations are in your womb. You give birth to them, they are twins, but they will be great in their days. And the younger one shall be greater than the senior one. Somebody, you are carrying, can I prophesy? You are carrying the glory of God in your pain, in your trouble, in your circumstances. Clap your hands and say, tonight I shall pray. Tonight I shall pray. Rebecca hatte Schmerzen und sie hat ein Kind erwartet, sie hatte kein Kind. Und dann sagten sie ihr, diese Schmerzen kommen davon, dass du zwei Bestimmungen in deinem Leib trägst, zwei Nationen und der Jüngere wird größer sein als der Ältere. Darf ich prophezeien? Du trägst Herrlichkeit und Ehre in deinem Bauch. Halleluja! The interpreter who is interpreting to me for me right now. 2 years ago, you remember the pain you went through. But in the midst of the pain, God has wiped your tears away and God has given you joy. Your husband is in Ghana here right now and we are doing great things for God. Clap your hands and say, my pain shall turn into laughter. My pain shall turn into laughter. An meine Übersetzerin, du erinnerst dich daran, vor 2 Jahren bist du durch starke Schmerzen hindurchgegangen, aber der Herr hat sie in Gelächter umgewandelt und dein Mann ist gerade hier in Ghana und wir tun große Dinge für Gott. Sag, der Herr wird meine Schmerzen in Gelächter umwandeln. Reverend Josego, you remember that when you went to Switzerland, it was not easy for you. You had stuff, you fought battles. But today, the Lord has given you the land, and today God has given you a name, and today God has lifted you. I prophesy to Switzerland that in the midst of the pain and the harassment, God is about to show us mercy and kindness. Somebody clap your hands and shout, Reverend Chansinger, du erinnerst dich daran, vor vielen Jahren, als du in die Schweiz gekommen bist, dann hattest du Schmerzen und es ist nicht leicht gewesen für dich. Aber heute hat der Herr hier dir das Land gegeben und er hat dir Gunst gegeben. Und ich prophezeie zu der Schweiz, der Herr wird euch Barmherzigkeit erzeigen, inmitten von all diesen Trübsalen. Rahel was pregnant. She longed and she prayed for this baby. Finally, the baby came. And when she was in pain, she said, her name shall be called Benoni. Because in pain have I given birth to this child. And then the husband, Jacob, was there and said, no, he shall not be called Benoni. He shall be called Benjamin. Because he's the right-hand man of God. Somebody, I came to let you know, the situation that looks desperate, the situation that looks deplorable, the situation that looks painful, inside of it is the will of God. And Jabez prayed and God changed the situation. Tonight, something must change in somebody's life. Jabez hat gebetet und die Situation, die unten war, ist nach oben gekommen. Und heute Nacht wird jemand beten und die Situation wird sich wenden. So we are learning some beautiful lessons here tonight. Your pain does not cancel God's purpose. Wir lernen Lektionen heute Nacht. Deine Schmerzen, die verleugnen den Plan Gottes nicht oder vernichten den Plan Gottes nicht. Joel, take your time and say it again to them. Your pain does not cancel God's counsel. It does not cancel God's counsel. Deine Schmerzen vernichten nicht Gottes Ratschlag. Here is what you must know, number two.
Nummer zwei. Your pain does not stop you from entering into God's destination for your life. Your pain does Deine Schmerzen halten dich nicht davon auf, in Gottes Bestimmung für dein Leben hineinzugehen. Here's another thing you must learn tonight. Das ist etwas weiteres, was du wissen musst. Man's view of your circumstances do not indicate God's views. So wie die Menschen deine Umstände sehen, heißt nichts darüber, wie Gott deine Umstände ersieht. Think about it. Denk darüber nach. The mother saw pain. Die Mutter hat Schmerzen gesehen. But God saw honor. Aber Gott hat die Ehre gesehen, das angesehen sein. The mother saw a useless son she was giving birth to, but God saw a man of rulership. Die Mutter hat ein nutzloses Kind gesehen, das sie da gebar, aber der Herr hat Leiterschaft gesehen oder Herrschaft. Tonight I stand on the altar of God's mercy. Heute Nacht stehe ich auf dem Altar von Gottes Barmherzigkeit. And I declare over Europe. Ich erkläre über Europa. And I declare over Switzerland. Und ich erkläre über der Schweiz. And I declare over New International Church. Und ich erkläre über der New International Church. I declare on the ministry of John Sego. Und ich erkläre über den Dienst von John Sego. Whatever pain the devil wants to cause through this pandemic, the pain shall turn into celebration. Was auch immer für Schmerzen der Teufel bewegen wollte durch diese Pandemie, Gott wird das umwandeln in Feiern. Any pain the devil wants to cause you, you have lost some loved ones. I came here as a prophet of God. I said something great is coming to your life. Ich bin gekommen als Prophet Gottes und ich deklariere über dir, dass etwas Großartiges in dein Leben kommt, selbst wenn du Geliebte verloren hast. Can you clap your hands and say, in the name of Jesus? Mach deine Hände klatschen und sagen im Namen Jesu. My Father, my Father. Mein Vater, mein Vater. Turn the situation around. Wende die Situation. Oh, Europe, hear the word of the Lord. Europa. Höre das Wort des Herrn. First wave of the pandemic came. God sustained you. Die erste Welle der Pandemie kam und Gott hat dich erhalten. The second one came. God sustained you. Die zweite Welle kam und Gott hat dich erhalten. In this third one, God will sustain you again. Auch in dieser dritten Welle wird Gott dich wieder erhalten. Now let's move into the prophetic. The Lord says, "Fear not, for I am with you." Lass uns ins Prophetische übergehen. Der Herr sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Before this season came, I had my purpose and I had my plan, saith the Lord. Der Herr sagt, bereits bevor diese Zeit kam, hatte ich meinen Zweck und meinen Plan über dir. Your fears will not change my plans. Deine Ängste werden meine Pläne nicht abwenden. Your pain will not change my plans. Deine Schmerzen werden meine Pläne nicht ändern. Your sickness will not change my purpose. Deine Krankheit wird meinen Zweck nicht ändern. My purpose for your life shall come to pass. Mein Zweck für dein Leben wird geschehen. But God says, I am waiting for you. Tell me something. Aber Gott sagt, ich warte auf dich. Sag mir doch irgendetwas. What do you know concerning your life, Gabi? Gabi, was kennst du von deinem Leben? Was weißt du darüber? Europe, let me do a quick demonstration here and then watch me. Can you give Europa, ich will eine Demonstration machen und schaut mir zu. Give me my envelope. Gib mir meinen Umschlag. I want anybody here who walked to church, you didn't have money, but you believe God and you just walked to church. Real, real situation. There's no money. How you are going to go home after this service is a big challenge for you. You are probably thinking about walking back home. Let me see that person here quickly. Da ist jemand hier im Gottesdienst, der ist zu der Gemeinde gekommen, hatte kein Geld, mit dem allerletzten Geld ist er gekommen und er weiß nicht, wie er heute zurückgehen wird. Er denkt schon darüber nach, nach Hause zu gehen, zu Fuß. Komm schnell nach vorne. I want somebody here who, when you go home tonight, you don't even know what you are going to eat.
You are thinking about going to drink some water and then you go to bed. I want that person here right now. Ich will, dass diese Person jetzt nach vorne kommt, die nicht weiß, wie sie heute Abend noch essen wird. Er denkt nur daran, Wasser zu trinken und ins Bett zu gehen. Ich will diese Person hier jetzt. I'm waiting for you. Ich warte auf dich. You don't know how you are going home tonight. You don't know what you are going to eat tonight. Wie du heute noch nach Hause kommst, du weißt nicht, wie du essen kannst heute. Oh, Switzerland, God has blessed my church. I don't have poor people in my church anymore. Oh, Schweiz, Gott hat meine Gemeinde gesegnet. Ich habe gar keine armen Leute mehr in meiner Gemeinde. Wow. Reverend Agri, some years ago, you would have had a lot of people coming forward. Come on, give me somebody, Reverend, let's give God on praise in this house. Reverend Agri, vor einigen Jahren hätten wir da viele Leute gehabt, die nach vorne gekommen werden. Wir wollen Gott mal einen Lobpreis geben in diesem Haus. Okay, so let me raise the standard now. Anybody here that your neighbor is so poor that this morning he or she was telling you how difficult things were? And that you are believing God, that if God blesses you, you will go and give something to your neighbor. It's not yourself, but your neighbor. If you are, you can show me your hand. Und dein Nachbar hat dir heute Morgen gesagt, dass er nicht weiß, wie er überleben wird. Und du bist hier und du weißt, dass er kein Geld hat. Dann hebe jetzt deine Hand hoch und zeige es mir, weil du hast dir gesagt, wenn du Geld hast, würdest du deinem Nachbarn geben. Nicht du, dein Nachbar. As for this, I don't believe that there's no neighbor who is hungry. The only thing is that you have been selfish. You have not bothered to talk to any neighbor. That's one I can assure you. All right. Ich glaube nicht, dass hier wirklich kein Nachbar Hunger hat. Ich glaube, du warst selbstsüchtig gewesen und hast deinen Mund verschlossen und mit keinem Nachbarn geredet. All right, so I'm going to pick a young girl over here that I think I know her situation. So let your daughter come to me. Okay, ich werde ein junges Mädchen nach vorne rufen, von der ich glaube, dass ich ihre Situation kenne. Lass sie nach vorne kommen. Stand here. So I have a young, stell dich mal hier hin. I have a young girl here. What's your name? Wie heißt du? She's called Inshira. Inshira in our language means blessing. Can you stand away? Inshira, das heißt Segen. How old are you? Wie alt bist du? Inshira is 13 years old. Sie ist 13. You are in which grade? Here we say form 2. What will be form 2? What will be European grade? Grade 8. So she's in grade 8. American grade 8. Achte Klasse. So where is your father? Wo ist dein Vater? Her father has gone to be with the Lord. Er ist mit dem Herrn. So who is taking care of you now? Wer kümmert sich um dich jetzt? Her mother is taking care. How many children? Ihre Mutter, wie viele Kinder seid ihr? The mother is taking care of 3 children. 3 Kinder. Is your mother in the service? Yes. Ist deine Mutter hier? Mommy, please come. Let's welcome Mommy with a mighty clap offering. Mommy, bitte komm. Wir wollen Sie willkommen heißen mit einem Klatschopfer. Come on, go ahead. Klatsche. So, your husband has gone to be with the Lord, isn't that? And dein Mann ist beim Herrn jetzt. She says yes. And then you have 3 children you are raising. Und du hast 3 Kinder, die du allein erziehst. Tell the whole world how the school fees of these children are paid since their father went to be with the Lord. Sag der ganzen Welt, wie die Schulgebühren von deinen Kindern bezahlt werden, seit dein Mann tot ist. So, her 3 children, their fees are paid by the church for many, many, many years now. And they go to one of the top schools in Ghana. They go to Bishop Bowers, one of the top schools. When the father went to be with the Lord, she decided to withdraw them from the school because she would not be able to afford the fees. And then we said no. We will take care and we are paying the school fees till today. Und seit vielen, vielen Jahren, als der Vater
gestorben ist, um mit dem Herrn zu sein, nahm die Mutter die Kinder aus der Schule, weil sie hatte keine Chance, die Schulgebühren, die sehr hoch sind, zu bezahlen. Und die Royal House Chapel, die Gemeinde in Ghana, hat sich entschieden, seit da bezahlt sie alle Schulgebühren für alle drei Kinder und sie gehen zu der Top-Schule in Ghana. And then recently, you also relocated to a new house. And then we contributed and paid for the house. Is that not so? Recently, und vor kurzem bist du umgezogen in ein neues Haus und wir haben auch das Haus mitbezahlt. Can you give her the microphone? Now the test is coming. Give her the microphone. Now everybody watch. And Jabez prayed. And God heard. Und ja. In spite of the pain, in spite of the circumstances, he still changed something. Tonight you will change something in your life. Und Jabez hat gebetet und egal wie die Umstände aussahen und wie alles in Schmerzen war und alles aussah, er hat gebetet und er konnte etwas wenden und umdrehen. Und heute Nacht wirst du beten und du wirst etwas wenden und umdrehen in deinem Leben. Are you ready to pray tonight? Bist du bereit zu beten heute Nacht? Switzerland, are you ready for the prophetic move tonight? Schweiz, bist du bereit für eine prophetische Begegnung heute Nacht und Bewegung? Okay, I have 100 Ghana cedis in this envelope. Ich habe hier 100 cedis im Umschlag. This weekend, tomorrow, I want you to go to the market and buy the food stuff that you want and prepare a sumptuous meal for your three children. Something they haven't eaten for a long time. Make sure tomorrow they will eat. Ich habe mit diesen 100 Ghana-Cedis im Umschlag, ich gebe dir den und du sollst morgen auf den Markt gehen und Essen kaufen, was du möchtest und ein unglaublich gutes Essen zubereiten, morgen für deine Kinder, was sie schon lange nicht mehr gegessen haben. So, take it, Mommy. 100, nimm das, Mommy. 100 Ghana-Cedis for groceries tomorrow morning. Morgen. Oh, yeah, Lord is the keeper. Now remove the mask. You are going to now speak. Jetzt nimm mal die Maske ab. So, as soon as you went to the market to go and buy, you saw some people gathered and they were insulting me that I am a very wicked person. And you heard it. What would be your response? Come and tell them. Tell them what your response would be. Wenn du zum Markt gehen würdest und da ist eine Gruppe von Menschen und du hörst, wie sie mich beleidigen und gegen mich reden, was wirst du ihnen sagen? Joel, are you sure you've told them the right thing? Yes, sir. So she's gone to the market with my money. And then in the market she has some people is abusing, insulting me, calling me a very evil, a wicked person. Da gibt es Leute auf dem Markt, die nennen mich ganz, ganz schlimme Namen und dass ich bös und boshaft sei. Now, listen carefully what her response will be. Whether she will join the people in insulting me well, or what will she do? Hör zu, was ihre Antwort sein wird, ob sie mitmacht mit den Leuten und mich richtig gut beleidigen wird mit ihnen oder was sie ihnen sagen wird. When she finishes, tell the Swiss people what she says, okay? Yes. So now, the person who pays your children's school fees is on the line. The one who gave you money to go to the market to go and buy food is on the line. And you know that the things that they are saying, what would be your response? Was wirst du antworten? Sometimes, if you are far from somebody, you don't know what the person is made up of. By the grace of God, I have been with a man of God so many years. I got married here. He blessed my marriage, named all my three children. And by the grace of God, when my husband went to be with the Lord, he has supported us. And as you can testify from what he said, it is true. So it will be better for you to get closer, for you to change your story and your language. So what would you tell the people who are insulting me? That
Okay, let's give your daughter. Come and see. Remove the mask. Your sometimes the children can fight better. So you hear people insulting me. What? Go ahead. I'll tell them that they are insulting my father, that they are not supposed to insult him, that he's not a wicked man. Is that all? Ich werde ihnen sagen, ihr könnt nicht meinen Vater beleidigen, er ist kein boshafter Mann. That if you insult him, I'll pray so that God will punish you. Und wenn du weiterhin beleidigst, werde ich beten, dass Gott dich bekämpft oder dich bestraft. Und die Mutter hat gesagt, dass wenn du weit weg bist von einem Mann, weißt du nicht, aus wessen Holz dieser Mann geschnitten ist. Und seit sie verheiratet wurde, wurde sie verheiratet von Reverend Sam Crunchyankra. Er hat die Ehe geschlossen, er hat alle Kinder den Namen gegeben. Und auch als der Mann gestorben ist, da ist er da gewesen und hat sich um sie gekümmert finanziell. Und man muss näher kommen zu einem Menschen, dass man weiß, aus welchem Holz er geschnitzt ist. So, the mother says, she will advise the people to get closer. Is that all? Die Mutter sagt, sie wird den Menschen den Ratschlag geben, sich näher zu kommen zum Mann Gottes. Ist das alles? Yeah, speak. And that you are a kind-hearted man. You tell them I'm a kind-hearted man, yes? Und du sagst ihnen, dass mein Herz freundlich ist. In other words, she says she will testify about me. Das heißt, sie wird Zeugnis ablegen über mich. Das sagt sie. She will give them a good testimony about me. Sie wird ihnen ein gutes Zeugnis über mich ablegen. She will tell them how kind I am. Sie wird ihnen sagen, wie freundlich ich bin. She will tell them how good I am. Und wie gut ich bin, wie gütig. And probably she will even tell them that the money that I am using here right now, he gave to me. Maybe I don't know why you should forget that. Wird sie auch sagen, das Geld, das ich gerade hier mit shoppe, das hat er mir gegeben. And then maybe she also tell them, my husband has gone to be with the Lord how many years now? 2 years now. It is the God of this man that keeps me. Und sie wird ihnen auch sagen, seit 2 Jahren ist mein Ehemann bei dem Herrn und es ist sein Gott, dem Reverend Sam Crunchyankra, sein Gott, der mich erhalten hat in dieser Zeit. And maybe she also tell them, my children attend one of the top schools in Accra and she pays the school fees of my children. Und sie wird ihnen auch sagen vielleicht, dass meine Kinder, die sind in der Top-Schule in Accra und die Gemeinde bezahlt diese Schulgebühren für sie. So those of you who are saying, God knows my pain. Why can't he do something about it? Why does he want me to pray before? Und all diejenigen, die jetzt sagen, ah, Gott kennt doch meine Schmerzen. Warum tut er nichts darum? Warum macht er nichts? Und warum will er, dass ich vorher bete? He knows what I am going through. Why can't he respond? Er weiß doch, was ich durchmache. Warum kann er nicht einfach eingreifen? Listen carefully. Listen carefully. Number one. Hör gut zu. When erstens, you pray concerning your situation, then God knows that you know his purpose and his counsel. You are invoking the counsel and the purposes of God in your situation. Nummer eins, wenn du betest zu Gott, dann weißt du, dass du den Ratschlag Gottes herunterholst und dass du seinen Zweck herunterholst. Number two. When God responds and he answers your prayer, then you have a testimony about this God, then you know what to tell people about this God, then you know how to relate with this God, then you know how to serve this God. Wenn dann Gott deine Gebete beantwortet und es durchdringt für dich und dir antwortet, dann wirst du ein Zeugnis haben über diesen Gott. Du weißt, was du zu erzählen hast über diesen Gott und was du den Menschen weitergibst, wer dieser Gott ist. Look at Jabez's prayer. Schau mal das Gebet von Jabez an. God, since I was born, I have not seen blessing before. If you are God, bless me indeed. Seit ich geboren wurde, habe ich noch keine Segnungen erlebt. Aber wenn du Gott bist, dann segne mich. You should love this. You haven't seen blessing, so what are you sitting there doing? Du hast noch keine Segnungen erlebt. Ja, was machst du?
You think you were born in poverty? Denkst du, du bist in Armut geboren? You think you were born in pain? Denkst du, du bist in Schmerzen geboren? No, it is his mother who said, "I bore you in pain, so your name shall be called pain." It was a mother, not God. Nein, es war nicht Gott, der das durchmacht. Es war die Mutter. Die Mutter sagte, du bist in Schmerzen geboren, so weil sie die Schmerzen hatte. So why Jabez's mother saw pain, God had in mind an honorable man. Honorable man. Honorable man. Honorable man. Today, we turn every negative situation in your life into honor. Clap your hands and say honor. Shout again and say honor. Let the devil hear you say honor. Es war die Mutter, die Schmerzen hatte, aber Gott hat zur selben Zeit gesagt, nein, das ist ein Mann mit Ehre. Sag Ehre. Sag Ehre. Sag Ehre. Gott wird deine Situation umwenden in Ehre. Say honor. Ehre. If you accept the status quo remains with you. But if you decide you are changing the status quo will have to respond to the wisdom of God and to the purpose of God and to the counsel of God. Am I blessing Europe tonight? Wenn du im Status quo geboren bist und du erwählst es, im Status quo zu leben, dann wird er bei dir bleiben. Aber wenn du dich erwählst, wenn du es erwählst, den Status quo zu ändern, dann wirst du durch die Weisheit Gottes, durch den Ratschlag Gottes, durch das, was du vom Himmel aufwühlst, wirst du deinen Status quo ändern. Segne ich Europa heute Nacht. Clap your hands and pray your best prayer. Lord, bless me. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Bless me. Bless me. Segne mich, segne mich, segne mich, Herr. Segne mich. Nothing wrong to pray this prayer. Nothing wrong. Nothing wrong. Da ist nichts falsch damit, ein solches Gebet zu beten. Absolut nichts Falsches an diesem Gebet. He didn't stop there. He said, Lord, enlarge my coast. He didn't stop there. He said, Lord, enlarge my coast. Und das heißt, Herr, erweitere meine Grenzen. In other words, enlarge my territories. Erweitere mein Gebiet. The other version say, Lord, give me more land to possess. In anderen Worten, Herr, gib mir mehr Land, das ich in Besitz nehmen kann. Oh, you have one house. I promote you to 3 houses. Du hast ein Haus. Ich befördere dich zu 3 Häusern. Enlargement. Now, enlargement is the spiritual symbol for influence, control. Erweitere mich. Erweiterung ist ein geistliches Zeichen für Einfluss und Kontrolle. If you walk on this earth without influencing anybody, you have failed in your life. Wenn du auf dieser Erde wandelst und keinen Einfluss auf niemanden ausübst, dann hast du versagt in deinem Leben. Lord, my mother says I was born in pain, but Lord, change my painful situation and make me an influence. And God heard him. Why did God hear him? Why did God hear him? Because God cannot resist prayers that tie into his will. He doesn't stop those prayers. Und Jabez betete und sagte, Gott, meine Mutter hat mich in Schmerzen geboren. Diese Situation von Schmerzen, Herr, wende die und segne mich. Und warum konnte Gott dem Jabez nicht widerstehen? Weil er kann nicht dem Gebet widerstehen, das mit seinem Willen zusammenhängt. Listen to his third prayer. And the Lord, let your hand be upon me. Und das dritte Gebet war, deine Hand soll mit mir sein. Now that prayer simply means, Lord, let your favor rest upon me. In marriage, favor. In business, favor. When I'm doing anything, favor, favor. Favor, favor, favor. What stops you from praying this prayer? Why? Have you got too much favor that you don't want to pray this prayer again? Pray it again. Favor. Und dieses dritte Gebet, deine Hand soll mit mir sein, das bedeutet ganz einfach Gunst. Gunst über meine Ehe, Gunst über meinem Geschäft. Was hält dich davon ab, dieses Gebet zu beten? Bete dieses Gebet ganz einfach Gunst. Hast du denn zu viel Gunst schon in deinem Leben, dass du das nicht mehr beten willst? Bete Gunst. Europe. Europa. Every man.
married person, you need to pray this prayer. Lord, give me favor with my husband or with my wife, and give me favor with my children. It is important. When you don't pray that God gives you favor with your children, that is where there is always eternal family rebels and fighting. Favor. In Europa, ihr müsst alle beten, alle, die verheiratet sind, müssen beten, Herr, gib mir Gunst mit meinem Ehemann oder mit meiner Ehefrau und gib mir Gunst mit meinen Kindern. Weil ihr nicht betet für Gunst mit euren Kindern, ist immer irgendwelches Trouble zu Hause. Favor. That your hand will be upon me. Dass deine Hand auf mir wäre. Number four, he prayed and he said, Lord, keep me from evil. Nummer vier heißt es, Herr, halte mich von Übel fern. Protect me from evil people. Schütze mich vor bösen Menschen. Pandemic is evil. God wants us to pray so that when God answers our prayers, we can testify about God. Europe, prayer, 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 prayer is the key. Die Pandemie ist übel. Es ist ein Übel und Gott will, dass du betest, dass du bewahrt wirst vor dieser Pandemie. Europa, ihr müsst beten, 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 beten. Dann könnt ihr ein Zeugnis ablegen. Jesus said, when we pray, we shall say, deliver us from evil, O God, and lead us not into temptation. Und Jesus sagte, wir sollen beten, Herr, halte mich fern von allem Übel und führe mich nicht in Versuchung. And Jabez prayed and God heard him. Und Jabez betete und Gott hörte ihn. Why did God hear him, Reverend Agri? Because God wants to protect you from evil. But God wants you to pray. If you don't pray, you fall into the hands of evil. That's it. Gott will dich beschützen vor Bösem. Aber warum musst du beten? Weil Gott will dich beschützen. Aber wenn du nicht betest, dann wirst du in die Hände des Übels fallen. Das ist es einfach. Look at his prayer number 5. And he said, that Lord, that I will not continue in pain. I don't want to be a transferer of pain to my sons and my children and my grandchildren. Und da heißt es Punkt 5, damit mich kein Schmerz trifft oder dass ich nicht weiterfahre in Schmerz. Herr, lass mich nicht jemand sein, der Schmerz weitergibt an meine Kinder. Es soll stoppen bei mir. It is wickedness on your part to meet poverty in your family and transfer poverty to your children. It's evil to do that. Clap your hands and say something will change tonight. Es ist boshaft von dir, wenn du in eine Familie geboren wirst, die arm ist und dann gibst du diese Armut weiter. Das ist boshaft von dir. Sag, heute Nacht wird sich etwas ändern in meinem Leben, im Namen Jesu. It is evil to meet children who don't go to school in your community and you don't do anything about it. It's evil. Es ist böse, wenn du Kinder siehst in deiner politischen Gemeinde, andere Kinder, die nicht zur Schule gehen können, weil sie zu arm sind, und du tust nichts dagegen. Das ist boshaft. Somebody who wanted to become president came to see me. Es kam jemand zu mir, der wollte Präsident werden. So I said, have you heard anything from God? Dann habe ich gefragt, hast du etwas von dem Herrn gehört? Why you want to be who, what you want to be? Warum du das sein möchtest, was du sein möchtest, der Präsident? He told me a story that touched me. Und er hat mir eine Geschichte erzählt, die hat mich sehr berührt. He said, Apostle, in my house, my father says he could only educate the firstborn. So once the firstborn is educated, all of us who follow, we have to find a way to educate ourselves. Der Apostel, in meines Vaters Hause, mein Vater sagte, ich habe nur Geld, um meinen Erstgeborenen Bildung zu schenken. All die anderen, die dem Erstgeborenen nachfolgen, die müssen sich selber irgendwie durchschlagen. So when the firstborn went to school, I will follow my mother to the farms, to go and farm. Als also der Erstgeborene in die Schule ging, während er in der Schule war, musste ich meiner Mutter auf den Bauernhof folgen und ich musste Bauarbeit erledigen. He said, I served my mother, will be in the farm the whole day. She will send me, I'll do this, I'll do that, you know, and then we'll come back home and I'll come and help my mother do cooking and then the whole family will eat, including my father.
Und ich musste meiner Mutter alles Mögliche erledigen, während wir auf der Farm waren. Hat sie mich hin und her gesandt und hierhin gesandt und das musste ich tun und dies erledigen. Und nachher gingen wir nach Hause und ich musste ihr helfen beim Kochen. Und dann haben alle gegessen, auch mein Vater. One day I was following my mother to the farms and we were walking and chatting. Eines Tages bin ich meiner Mutter gefolgt auf den Bauernhof, auf die Felder und dann waren wir am Laufen und am Reden. Then the headmaster of the local school was also late for school, using the same path that we were walking, came and ran past us because he was very late, wanting to go to school, the headmaster or the principal. Und da kam der Direktor der Schule, die neben der Farm war, und der war sehr spät dran und deswegen rannte er in aller Eile, um in die Schule zu gehen, und er kam auf demselben Pfad, um uns zu überholen da. So when he passed, he went a few steps and then stopped and then asked my mother, why is your son not going to school? Why? He says he follows me to the farm because in our house they educate only one person at a time. So the first one must finish before they come to this one. Then the headmaster said, tomorrow let him come to the school and come and see me. Der Direktor der Schule ist an ihnen vorbeigelaufen und plötzlich stoppte er und kam zurück und er fragte die Mutter, Mutter, was ist mit dem Kind? Warum ist er nicht in der Schule? Und die Mutter sagt es, weil zu einer Zeit kann nur eines unserer Kinder in die Schule gehen, weil wir nicht genug Geld haben. Und so ist er immer mit mir auf der Farm. Und der Direktor sagte der Mutter, morgen will ich, dass dieser Junge bei mir in die Schule kommt und er soll zu mir kommen und mich sehen. Tears were in my eyes. Come. Da waren Tränen in meinen Augen. He said when he got to the school, then the headmaster took him to class one. He should go and join the class one people. When he went, he was so big, bigger than everybody, because his age mates were a distance and many years ahead of him. So he sat in class one, and then at the end of the year, he topped all of them. So they jumped him. He went to the next class, he topped them, then they jumped him. They jumped him until he went to meet his age mate in a... Und an diesem Tag sah der Direktor ihn und er sagte, okay, du wirst heute die Schule beginnen. Und sie haben ihn in die erste Klasse gesteckt. Aber weil er so viel älter war als all die Erstklässler, war er einfach viel größer als die und trotzdem musste er das Schuljahr machen. Und weil er so viel schneller lernte und besser war als die Erstklässler, haben sie ihn eine Stufe höher gebracht und dann hat er die überholt, dann haben sie ihn eine Stufe höher gebracht, er hat die überholt und hat alles so überholt, bis er wieder auf dem gleichen Niveau war wie seine Altersgruppe. He finished primary school and then entered middle school. Und da war die Primarschule, die war beendet und er ging in die Mittelschule. In middle school from two, he was there one day and then they came and they said, a common trans, they are going to write an exam to go to secondary school, what you people call high school in Europe. He came home and told his father that he wants to. Then the father, by around this time, knew that the boy was very intelligent. The boy was born in pain. The father didn't know that he was an honorable man. Today, those who must help you, the Lord will let them come out and help you. Und als die Zeit reif war, um ins Gymnasium zu gehen, da gab es einen Test, um ins Gymnasium zu gehen. Und der Junge ging nach Hause zu seinem Vater und sagte, wir wollen diesen Test schreiben jetzt, damit ich ins Gymnasium kann mit den anderen. Und zu dieser Zeit wusste der Vater dann, dass der Junge sehr intelligent war. Und er wurde zwar in Schmerzen geboren, niemand wusste, aber er war ehrbar und er fand Ehre. Und heute wird deine Situation sich ändern und alles, was in Schmerzen geboren ist, wird zu Ehren kommen. He wrote the exams and passed and he was accepted to high school. He went to secondary school. Er hat den Test bestanden und kam ins Gymnasium. Once he was in secondary school from four, they came and they said, as a competition. Then a teacher came and said, you know what, I wanted to try it because you are very intelligent. He tried the essay composition and then he won. Then they were invited to Accra. They said they are taking the winners to America for 1 year. The guy was following his mother to the farm. Derselbe Junge, der seiner Mutter gefolgt ist auf die Farm,
Da war eines Tages, war es so, dass sie einen speziellen Wettbewerb hatten im Gymnasium und der Lehrer sagte ihm, ich will, dass du mit diesem Wettbewerb mitmachst. Und er hat mitgemacht und die, die gewonnen hatten, die wurden nach Accra geführt und dort hat man ihnen, dem Gewinner, der kann ein Jahr lang nach Amerika gehen. The person who was born in pain, whose future was shrouded in failure. May God open the way for somebody here tonight. Möge Gott den Weg öffnen für jemanden hier heute. Dieselbe Person, die in Schmerzen geboren war, dessen Zukunft zu war. And God heard him. Und Gott hörte ihn. When he went to America, then one day, als er nach Amerika ging, they came and told him that a group of university people had gathered and they want to hear something about Ghana. So he should prepare to come and sell Ghana. Hey! So he prepared. Then he went and did a presentation on Ghana. When he finished, one president of the university walked to him and said, young man, you are very intelligent. I want to help you. He got scholarship to study in the university then and then. Und in Amerika, als er da war, dann hat die Schule, die Universität hat gesagt, sie möchten etwas über Ghana erfahren, weil er aus Ghana war. Und sie haben ihm gesagt, er soll doch eine Präsentation vorbereiten, um Ghana zu präsentieren an der gesamten Schule. Und das hat er gemacht. Er hat sich so gut vorbereitet und hat an der gesamten Schule seine Präsentation gebracht. Und da kam der Präsident der Schule und sagte ihm, junger Mann, Sie sind so intelligent. Heute haben Sie ein Stipendium gewonnen. Und er hat seine ganze Universitätslaufbahn in Amerika fertig gemacht. From first degree, he did a second degree and he did a third degree. Und er hat drei Titel geholt. He's a man of God. I have seen the hand of God. Er sagte, Mann Gottes, ich habe die Hand Gottes erlebt. How God can lift you from nowhere and place you into your destiny of honor. I have seen it. Are you clapping or you are doing something like clapping? Wie Gott dich von einem Nichts hochbringen kann und dich in deine Bestimmung hineinführen kann. Klatschst du oder was ist das? Er bringt dich zu Ehren. Let me end you with Daniel chapter number 6, verse number 18. Daniel chapter 6, verse Daniel number 18. Daniel chapter 6, verse number 18. Please put it on the screen Daniel for me. Daniel 6, 18. And Jabez prayed and changed his circumstances. Und er änderte seine Umstände. Stop playing with prayer, please. I beg you. Prayer. Bitte, hör auf. Gebet zu spielen. That ties into the counsel of God is the key to your destiny. Can I say it again? Prayer that ties into the will of God is the key to your destiny. Gebet, das einhergeht mit dem Willen Gottes und dem Willen Gottes runterholt, das ist der Schlüssel zu deiner Bestimmung. Joel, take your time and say it again. Make sure they understand this very well. Before we start praying. Er sagt, ich soll es nochmal sagen, Gebet, das einhergeht mit dem Willen Gottes, mit dem Ratschlag Gottes und ein, das sich einklingt, das ist der Schlüssel zu deiner Bestimmung. Prayer has the capability to change every situation in your life. Somebody shout an amen to that. Gebet hat die Fähigkeit, alles zu ändern in deinem Leben. Sag Amen. Daniel chapter 6, verse number 18. Now the king went to his palace and spent the whole night fasting, and no musicians were brought before him. Also his sleep went from him. Verse number 19. Then the king arose very early in the morning and went in haste to the den of lions. And then verse number 20. And when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually, has he been able to deliver you from the lions? In Deutsch ist es Daniel 6 von Vers 19 an. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme.
Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Verse number 21. Then Daniel said to the king, O king, live forever. 22. My God sent his angel and shut the lion's mouth, so that they have not hurt me, because I was found innocent before him. And also, O king, I have done no wrong before you. So Daniel slept with lions, and the lions could not harm him, because verse number 10, 12 tells us that Daniel prayed constantly. He was a prayer machine. Vers 22, da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Und die ganze Lösung liegt schon im Vers 11, wahrscheinlich vom Deutschen, wo es heißt, Daniel hat immer gebetet, weil Daniel war eine Gebetsmaschine. So King Darius has signed a law that nobody should pray to any other god. The law which was forced on him by the other governors who hated Daniel, because they know that the only trap they could set for Daniel was a trap of prayer. Oh, anybody who set a trap of prayer for you, anybody who set a trap for you is setting you up into your destiny. Oh, am I prophesying to somebody? Say yes. Um dich in deine Bestimmung hineinzubringen, sag ja. Und wegen Daniel wurde das ganze Gesetz geändert. Joel, did you say that what I said? I said anybody who sets a prayer trap for you is setting you up for your destiny. Jeder, der eine Gebetsfalle aufstellt für dich, der stellt dir eine Falle auf, damit du in deine Bestimmung hineingeschossen wirst. They said Daniel should not pray. Sie sagten, Daniel soll nicht beten. The pandemic is a setup for us so that we cannot pray, so that we cannot go to church, so that we cannot fellowship, so that we cannot hear the word of God, so that it's a trap for us. But this trap will set us up into our destiny. Somebody shout yes. Die Pandemie wurde aufgesetzt wie eine Gebetsfalle für uns, dass wir nicht im Gebet zusammenkommen können, damit wir das Wort Gottes nicht hören können, damit wir nicht in die Gemeinde gehen können und Gottesdienst halten wie üblich. Aber diese Falle, um dich fernzuhalten vom Gebet, wird schlussendlich dich in deine Bestimmung hineinbringen und es wird uns ins Große hineinbewegen. Let me show you ja. Go ahead, Joel. Go ahead. Finish up. Finish up, Joel. We're good. I have finished up. Thank you, sir. See, let me show these Europeans the atmosphere for prayer. Ich will den Europäern zeigen, wie die Atmosphäre des Gebets ist. Anytime you don't feel like praying, know that there is a trap. Jedes Mal, wenn du dich nicht danach fühlst zu beten, wisse, da ist eine Gebetsfalle für dich aufgestellt. Anytime people accuse you that you pray too much, know that it is a trap. Jedes Mal, wenn die Menschen dich anklagen und sagen, du betest zu viel, wisse, das ist eine Falle. Anytime you don't feel like praying, anytime people accuse you, anytime you feel lazy, know that there is a trap. Jedes Mal, wenn du dich nicht nachfühlst zu beten oder wenn die Leute dich anklagen oder wenn du einfach dich faul fühlst zu beten, wisse, da ist eine Falle aufgestellt. Daniel overlooked the trap. Daniel hat diese Falle übersehen. Er hat sie nicht angeschaut. He went and prayed as normal. Er hat gebetet wie normal. They threw him into the lion's den. Dann haben sie ihn in die Löwengrube gesteckt. But the prayer he prayed before had already shut the mouth of the lions. Aber das Gebet, das er zuvor gebetet hatte, hatte bereits den Mund der Löwen zugeschlossen. The prayer you prayed at the beginning of this year has already gone ahead of you. Das Gebet, das du zu Beginn dieses Jahres gebetet hast, ist dir schon vorausgeeilt. New International Church, I want you to know that your first fruit has already gone ahead of the pandemic. New International Church, ich will, dass ihr wisst, eure Erstlingsfrucht ist der Pandemie bereits vorausgeeilt. New International Church, your prayer has already gone ahead of the pandemic. New International Church, eure Gebete sind der Pandemie bereits vorausgeeilt. People of God, your prayer has already gone ahead of the interview.
Schau Gottes, eure Gebete sind bereits eurem Interview vorausgeeilt. And Jabez prayed, and God heard him, and God changed the situation. Oh, hallelujah! Somebody's situation is about to change. Jabez betete und Gott hörte ihn und er hat seine Situation umgewandt. Halleluja! Und Gott wird jemandes Situation wenden. Tonight, here's what your prayer will do, and then I'm closing. Number one, your prayer will cause somebody who must do you good not to sleep. And the Bible says, and the king could not sleep. Prayer can cause somebody to be awake just because of you. Somebody shout and say prayer. Der Punkt Nummer eins, dein Gebet kann jemanden dazu bringen, dass er nicht mehr schlafen kann. Und der König konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Sag mal Gebet. Because of Daniel's prayer, the king could not sleep. Wegen Daniels Gebet konnte der König nicht schlafen. Number two, your prayer connects your services to touch the heart of God. Deine Gebete bringen den Dienst, um das Herz Gottes zu berühren. The king asked Daniel, has your God whom you serve continually, the God that you serve, the God that you serve, the God that you serve, has he been able to deliver you? Prayer is service. Gebet ist dienen. Der König sagte Daniel, dem Gott, dem du dienst, dem Gott, dem du dienst, weil er hat immer gebetet, dem Gott, dem du dienst. Gebet ist Gott dienen. Europe, New International Church, listen to me. Anytime you are praying for your family, you are serving God. Jedes Mal, wenn du für deine Familie betest, dienst du Gott. Anytime you pray for your church, you are serving God. Jedes Mal, wenn du für deine Gemeinde betest, dienst du Gott. Anytime you pray for your children, you are serving God. Jedes Mal, wenn du für deine Kinder betest, dienst du Gott damit. Prayer is service. Has your God whom you serve, has he been able to deliver you? Your prayer connects your services to touch the heart of God. Gebet ist dienen. Dein Gebet verbindet dein Dienen, um das Herz Gottes zu berühren. Finally, your prayer connects you to your deliverance. Dein Gebet verbindet dich mit deiner Befreiung. Has your God whom you serve, has he been able to deliver you from the hands of the lions? Hat der Gott, dem du dienst, hat er dich befähigt oder hat er dich befreit von den Löwen? Prayer connects you to your deliverance. Gebet verbindet dich mit deiner Befreiung. So that when you are delivered, you can give a testimony. Dass wenn du dann befreit bist, dass du ein Zeugnis ablegen kannst. Prayer connects you to your healing, so that when you are healed, you can testify. Gebet verbindet dich zu deiner Heilung, damit wenn du geheilt bist, du bezeugen kannst. Prayer connects you to the change of your situation, so that when your situation changes, you can testify. Gebet verbindet dich mit deiner Situation, dass du, wenn du die Situation, wenn die erlöst ist, dann kannst du bezeugen. This woman who came here and her children, there's no way anywhere somebody will mention my name for evil and they will not defend me. There's no way. Because they have tested of my kindness. Are you clapping? Diese Frau, die ihr gesehen habt vorher, die wird nirgendwo hinkommen und nicht von meiner Güte bezeugen, die das Geld von mir erhalten hat für meine Kinder. Überall, wo sie hingehen wird, sie wird über mich Gutes sagen, wegen meiner Güte. Das Gebet bringt die Güte. When we were little kids, they used to tell us this story to vamp up and to excite our love for God and our services for God. It's a story, tale that they used to tell us, but I'm sure that it is true. Very, very sure it is true. Da ist eine Geschichte, die sie uns als Kinder immer erzählten, um unsere Liebe für Gott voranzutreiben. Und ich glaube, diese Geschichte ist sicher wahr. So Switzerland, I'm going to tell you one of the African stories that our parents used to tell us to make us very serviceable and to make us obedient and to make us lovers of God. Also Schweiz, ich werde euch jetzt eine kleine afrikanische Geschichte erzählen, die unsere Eltern uns erzählt haben, damit wir dienen, damit wir gehorsam sind und damit wir uns mit Gott verbinden. The story goes like this. Die Geschichte ist so. This stepmother doesn't like the stepson, who happens to be the firstborn of her husband. Firstborn.
But somewhere, somehow, the boy's mother died and she came into the marriage. And so this boy was in a marriage, but this stepmother never, never liked the boy. Da war diese Schwiegermutter, die mochte diesen Jungen nicht und der Junge irgendwie ist da hineingekommen in die Familie durch die Ehe und durch die Heirat, aber die Schwiegermutter, die Stiefmutter, die hat gar nicht gemocht diesen Jungen. He didn't want this boy to inherit his father, so she decided she would kill him. Sie wollte nicht, dass dieser Junge dann das Erbe antreten würde von dem Vater und so wollte sie ihn töten. But the boy loves God and loves to go to church. So in the local Catholic church there, she's a mass server and you always find him in church. Und der Junge aber, der liebte Gott und er ging immer in die katholische Kirche da und da war er in der Messe, einer dieser Jungen, der diente und da war er immer zu finden. One day the mother arranged for a ritual killer to kill this boy for rituals. And so the arrangement here's the arrangement. A pastor will be given to him to go and present to the ritualist. Once he gets there, the ritualist knows that this is the boy that has been sent to be killed. Then he will capture the boy, kill the boy, and that's it. The matter is settled. When they are looking for the boy, he will say that she will say she sent him to go and buy something in town. And since morning, they haven't found him. They will search and search and search and search. They will not find him. Matter close. The boy dead. That was the plan. Der Plan dieser Stiefmutter war, dass sie den Jungen an einen Ritualist geben würde, um dass er als Opfer dienen würde für ein Ritual. Das bedeutet, es ist wie ein Medizinmann, der den Jungen dann tötet und sein Blut für ein Ritual eben einsetzt. Und so hat sie den Jungen losschicken wollen mit einem Paket und er sollte dieses Paket diesem Medizinmann überbringen und wenn der Medizinmann das Paket sieht, wüsste er, das ist der Junge, den er töten und fürs Ritual benutzen würde. Und es war einfach, dass sie da sich aus der Schlinge ziehen konnte, weil sie würde den Leuten sagen, sie hat ihn losgeschickt in die Stadt am Morgen und er ist einfach nie mehr zurückgekommen. When the boy was going to present the parcel into his death, getting close als to der the... Junge... Go ahead, Joel. Sorry. Als der Junge sich aufmachte, um in im Angesicht des Todes dieses Paket zu überbringen. When he got to a local church, he heard the local church bell ringing for Sunday morning service. Gring, 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 gring. So the boy was confused. Mass server. Should I go and serve mass? Or I should go and present the parcel and come back? He said, by the time I finish presenting the parcel, the service will be over. So he decided he will go into the church, go and serve mass. After serving mass, he will go and present the parcel. The parcel into his death. Als er, der Junge, sich dann aufmachte, um dieses Paket zu überbringen an diesen Medizinmann, der ihn töten sollte, kam er an einer Kirche vorbei und die Glocke läutete an der Kirche und hat für die Messe eingeläutet. Und der Junge sagte bei sich, soll ich jetzt in die Messe gehen und in der Messe mithelfen oder soll ich jetzt dieses Paket an diesen Medizinmann überbringen? Was soll ich tun? Wenn ich jetzt zuerst das Paket überbringe, dann wird die Messe schon vorbei sein. Wenn ich aber jetzt in die Messe gehe zuerst, dann kann ich nachher immer noch das Paket bringen. Listen to me, church. You don't pray because you are in danger. You pray so that prayer will go ahead of danger. Come on. Gemeinde, hör zu. Du betest nicht, weil du in Gefahr bist. Du betest, damit dein Gebet der Gefahr bereits vorausgeeilt. Oh, I don't know why people think that prayer is a punishment. Prayer is service. Ich weiß nicht, warum die Menschen denken, Gebet ist Dienst. Prayer connects you to your deliverance. Gebet verbindet dich mit deiner Befreiung. Prayer is service. Gebet ist dienen. It's your prayer that ist Gottes Dienst. It's your prayer that causes God to appreciate your playing organ. You can play organ without prayer, God will never appreciate it. But prayer backs your service to God. Es ist dein Gebet, das Gott dazu bewegt, dass wenn du dann das Piano spielst für ihn in der Anbetung, dass er das wertschätzt und entgegennimmt. Wenn du einfach so das Piano spielst, ohne zu beten, wird Gott es nicht annehmen als Wohlgeruch. Aber wenn du betest und dann dienst, dann durch das Gebet vorher wird Gott deinen Dienst annehmen als Wohlgeruch.
The stepmother waited and waited and waited. He didn't hear the news from the ritual murder. So sent her own firstborn to go and find out from from the killer whether he's finished the assignment. Und so wollte die Mutter hören, was passiert sei, und so schickte sie ihren Erstgeborenen aus, damit er die Nachricht zurückbringe, ob der Ritualist, ob der Medizinmann seinen Killerauftrag auch ausgeführt hat. So, Joel, make sure they understand. So, the stepson now is in church, serving mass. So, the mother has sent her own son to go and find out if the killer has finished killing the stepson. Make sure you understand also the story. Understand the story properly. Do you understand? Yes, sir. Thank you. All right. So tell them. Yes. Der Stiefsohn ist jetzt in der Messe, im Gottesdienst. Haben wir das festgestellt? Er ist am Gott dienen im Gottesdienst. Und nun hat die Stiefmutter ihren eigenen leiblichen Sohn losgeschickt, ihren Erstgeborenen, damit er sieht, ob der Stiefsohn nun tot sei. So, the killer too has been waiting for somebody since morning. So when, und der when the boy arrived, he thought that, oh, this is the guy. So I said, oh, come in. So kill the boy for the ritual. Then the stepmother waited and waited, and her whole son was not coming back. So now she went there to go and find out what is happening here. Und jetzt ist dieser leibliche Sohn losgezogen und zum Medizinmann gekommen. Und der Medizinmann selbst hat schon den ganzen Tag darauf gewartet, dass ein Junge zu ihm kommen würde, den er töten soll. Und da kam dieser erstgeborene leibliche Sohn und er fand den Jungen, er sagte, komm. Und er nahm ihn und er tötete ihn. Und die Mutter war zu Hause und die sah, niemand ist zurückgekommen, von beiden nicht. Und dann zog sie selber los, um zu sehen, was passiert sei. When the stepmother got there, the killer said, oh, madam, I've finished the assignment, I've finished. And then the mother said, good. Then suddenly they saw the boy coming from mass, carrying the parcel. So the mother said, which of the boys did you kill? He said, the one you sent to me now. Oh, today, the pit that they have dug for you, your enemies will fall in the pit. Clap your hands and shout, yes! Und so ist die Mutter selber losgezogen und sie kam zum Medizinmann und sie fragte, was ist nun? Und der Medizinmann sagte, oh, die Sache ist erledigt, ich habe deinen Sohn getötet, diesen Sohn getötet. Und als sie noch am Reden waren, kam dieser Junge aus der Messe endlich des Weges, um das Paket abzuliefern. Und dann sagte sie, aber welchen hast du denn getötet? Stand oh, jeder, feet. Der dir eine Grube gräbt, der wird selbst hineinfallen, im Namen Jesu. New International Church, Europe, wherever you are praying for, with us, America, around the world, be on your feet right now. Lass uns alle aufstehen in Europa, Amerika, wo immer wir jetzt zusammen beten werden. Apostle John Sego, get ready to take over in Switzerland. I am going to lead the prayer time here in Accra. Apostle John Sego, ich werde das Gebet hier in Accra leiten. Du kannst es in Europa leiten. Clap your hands and say, in the name of Jesus. 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 And the trappings of the enemy. And the trappings of the enemy. Set before me. Set before me. Before I was born. Before I was born. Yesterday. Yesterday. 5 years to come. 5 years to come. 10 years to come. 10 years to come. Concerning my marriage. Concerning my marriage. My family. My family. My children. My children. As I clap my hands. 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 Prayer. 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 Go ahead of me. Go ahead of me. Prayer. 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 Go ahead. 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 Church. Church. Lift up your voice. Lift up your voice. Prophet. Your faith. Don't pray. Don't pray. Because there is danger. Because there is danger. Let prayer. Let prayer. Go ahead of you. Go ahead of you. Let prayer. Let prayer. Let prayer. Go ahead of you. Go ahead of you. Let prayer. Let prayer. Go ahead of you. Go ahead of you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. This pandemic. This pandemic. Shall die. Shall die. That pandemic. Shall die. Shall die. Shall die. Every plan. Every plan. Every plan.
Every plan of the enemy concerning my life, my future, as I clap right now, I pronounce defeat. I can't hear you. Defeat. Pray. Go ahead. Clap your hands. Lift up your voice in prayer tonight. I can't hear the church in prayer. Lift up your voice in prayer. And the trumpets of the enemy. Prayer. Somebody pray. Let me hear you. Come on, clap your hands, stop your feet. Let me hear a warrior in the house. Say never again. We turn down, we reverse, we provoke heaven on our behalf. Tonight, heaven is on your behalf, and heaven is at war. The devil is in trouble. I cannot hear your prayer. Are you online with us? TV, online television. Are you on Facebook, San Francisco, wherever you are? Let me hear your clap. Let me hear your voice. Hey! Be in prayer. Listen to me. I will not lie to you. A very powerful man of God came to me. He said, Apostle General, your church can pray. I said, Jesus Christ says, my house shall be the house of prayer. My house shall be the house of prayer. Then you know what? He knelt down. He said, Apostle, release this anointing. I want my church to be prayerful. I said, hey, so this thing that some people are toying with and joking with, other people are desiring. Come on. I should lay hands. He wants prayer anointing in his church. Come on. Don't let anybody take prayer away from you. Yeah. Are you hearing what I'm saying? Yes, sir. Prayer is a key. Key. The day you lose it, come on, the lions will eat you up. Yeah. You don't pray in the lion's den. Come on now. Your prayer goes ahead. Some of them run and shout. See. Our next prayer is a song. The song is Yeshua, Amasiah, the lion of the tribe of Judah. Jesus. Now here's why you should sing that song. Here's the reason why you should sing that song. Sometimes the lion in you is asleep until it meets another fake lion. Yeah. Can I say it again? Say it again. The lion in you will never rise. Come on. Until it sees a fake lion. A fake lion. You know why Samson was able to kill the lion? Because Samson is an Old Testament Messiah. The lion of the tribe of Judah. It was when the fake lion threatened his life, then the lion in him arose. The Bible says he tore that lion into pieces. So sometimes it's good when our lives are under threat. Come on. It causes something to rise in us. Yes, sir. It is okay when we are in pain. Jesus. It causes something to rise in us. Yes. It's okay when things are tough. Yes. Are you hearing what I'm saying? Yes. Are you hearing what I'm saying? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. With your jumping and clapping and shouting. Let's go. Yes, you are. Yes, you are. Let's look at Jabez's prayer again. Let's look at the Jabez's prayer again. I want to prophesy. First Chronicles chapter 4. I want the verse number 10. I want the verse number 10. Shakabo Sekeria. Oh, remove that nonsense from there quickly. Now get the introduction. Get the introduction. They were just introducing genealogies, names. They are just reciting names. When they got to him, they stopped. They said, this guy, we can't pass just by mentioning his name, because he changed something that people cannot change. Jesus. So let's write some history about him. Your name will appear in some history books. I receive it. Why did his name call him Jabez? Why did his mother call him Jabez? Because. So it means that as for this boy,
you will never laugh in your days. Break by for fire. The rest of your life. I refuse it. You cause pain to your wife, your I refuse it. Somebody say, Abba. Ah, clap your hands and say, over there. Over there. Anything which is not the counsel of God, over there. And a pain, over there. And a devil situation, over there. Anything which is not the will of God, over there. Anything which is not the will of God, over there. Anything which is not the will of God, over there. I say anything which is not the will of God, over there. Anything which is not the will of God, I over there. 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 Shout over. Over there. Oh, Jesus. Last week was very busy for me. So I thought I was very tired. I said, oh God, Jesus Christ, I don't know. But I've missed miracle service 3 times. And so I cannot miss this one. Lord, give me energy and strength. And now I know the Lord sent me because of this young woman over yes. there. Energy. Wherever your name has been sent today, I take your name. Fight, take it. Fire. Holy Ghost. Fire. 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 Clap your hands and say fire. 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 In the camp. Fire. Of the enemies. Fire. 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 In the camp. Fire. Of the devil. Fire. Wherever. Fire. They have mentioned your name. Fire. For pain. Fire. For shame. Fire. For destruction. Fire. Clap here. Give me our oil. This weekend, Jesus, your enemies will come and make confessions to you. Fire! Oil. This is the oil for laughter. Jesus. Your season for laughter has come. Yes. Saith the Spirit of the Lord. Yes. Every battle is over. Over. Your season of laughter. Jesus. Is here. Now. Is here. Now. Bring me this one. Bring me that one. Ya baba, ya baba, ya baba. Oh, I have never felt power like something before. Anointing, anointing for change. Yes. Anointing for change. Yes. 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 Change. Now. Holy Ghost. Yes. Holy Ghost. Fire. 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 Give me the text. Give me the text. The verse 10. Give me the verse 10. Give me the verse 10. Please remove the thing quickly. Let me do the reading. And Jabez called upon the name of God of Israel. Anytime you see somebody calling upon the name of the God of Israel, the person is simply invoking covenant. Yeah. That's all. So you don't need to call the God of Israel. God of Abraham, covenant. Isaac, covenant. Jacob, God of some crunchy and crab. Covenant. So simple. Tonight, Jesus. Covenant will speak for somebody. I receive it. Somebody jump and shout and say, I receive it. I receive it. So, I like the portion. Let me jump first to the portion. So, God granted him what he requested. I receive it. God granted him what he requested. I receive it. Remember, what he's about to request was not there before. What was there before? Pain. Sorrow. Shame. Bitterness. Bitterness. What was there before? Disappointment. Rejection. Rejection. What was there before? Dishonor. Stagnation. Limitation. Promise and fail. Disfavor. You are students of Sam Krantzianga. Hey! You are my student. It was not there before. But God granted him.
Now I'm going to prophesy the same thing which was not there, but he called into being. Jesus. Me too, I'm going to prophesy. Prophesy. And I'm prophesying from the word of God. Prophesy. He said that you will bless me. Indeed. Blessing. I receive it. See. Let us for once assume that we don't know where blessing is, but we know what curses are. Bitterness. Disfavor. Shame. Disappointment. So we want the opposite of all those things. Jesus. I bless you in the name of Jesus. I receive it. I bless you by covenant. I receive it. I bless you by the word of God. I receive it. I bless you by the covenant. I receive it. Even the covenant of the blood. I receive it. I invoke the blood. I receive it. The blood. I receive it. The blood. I receive it. For blessing. I receive it. 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 Somebody run and shout blessing. Blessing. Finish the last one. Open your back and grab some money. Today, don't count the offering. Because what has been stirred up in the atmosphere, Jesus, you rush to the altar. Whilst we are singing and we are dancing and we are praising God, we will not beg anybody for offering. Those of you, Powerline Television, those of you at home, today, receive the blessing and connect. Connect. Yes. Connect. Yes. Connect. Connect with, yes, your sacrifice. Don't wait till you are thrown into the lion's den. Let your prayer go ahead of the den. Yes. Don't pray. Don't wait till danger. Let your prayer go ahead of the danger. Come on now. Don't know. I'll be finished blessing you. I'll be finished. 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 Don't rush and bring 10 Ghana cedis. I said, if you are counting 100, you should not be finished by now. Hey, I said, I've been finished. People are intoxicated in the spirit. Anybody who is rushing because you took 20 Ghana, that's why you are rushing. If you are counting 1,000, you should not be finishing by come now. Come on now, come on now. And if you are writing a check with 6 figures, you should not be finishing by now. Come on. Unless now you are writing a check of 5 Ghana cedis. Hey! Break by fire. I break by fire. And if you are going to the ATM to take money, you should not be back by now. Hey! By now, you should not be back. On if you are doing Momo, you should not be ready by now. On my way. Unless it is 2 Ghana Momo. Hey! I reject and break by fire. Oh, receive blessing. I receive it. Oh, I can feel you. I can feel you. I can feel you. I can feel you. Somebody say nonsense. Nonsense. Oh, say nonsense. Nonsense. The man hadn't seen blessing before, but he invoked blessing by the covenant of his fathers, and God granted him. Charlie, I'm coming. Give me the next one. 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 What is today's date? 19. By the end of this month, God must place $1.5 million in my hand. I receive it! I need to finish some things at Oya Dome. Finish some things at Shiloh. Finish some 1-1-2-1-2-1-2-1-2-3. It is coming. It is coming. Finish some. My bank interest, I haven't paid my bank interest for some time because of the pandemic. And the thing is mounting, and I don't like to owe. It is, I want to use the word, not sin, but it's not a testimony, Dabby, that Apostle General should owe. Dabby. By the end of this month, I need some 1.5 million in my hand. It is coming, it is coming. I want to clear all the backlog. The backlog of interest which are part. I want to clear everything. Yes, sir. And then push something here. Do some things at Shiloh. Because July, the women are going. And I want to make sure that before the women get there, we shall treat them like queens. Come on. And enlarge my territory.
territory. I receive it. Your one house is not enough. Come on now. Your hall and chamber is not enough. Come on now. Today I give you enlargement. I receive it. 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 Run into your enlargement. I receive it. Enlargement means influence. I give you enlargement and influence. I receive it. Oh, I'm crying for those who are not in a miracle service tonight. And I'm crying for those of you who are frying egg at home and you are eating. Hey. I'm crying for you. Hey. Chibom. Indomie. Those of you are eating Indomie. I'm Tonight when you sleep, you start dreaming Indomie. See Reverend King and his wife holding their hands. Huh? Oh. Next week, don't stay at home. I'm going to be in the miracle service. That your hand will be upon me. I receive it. Show me what you can do if God's hand is not upon you. Walampo. Walampo. Say, my father. My father. I want your hand upon my life. I want your hand upon my life. Every day of my life. Every day of my life. Every minute of the day. Every minute of the day. And every second of the minute. And every second of the minute. And every month. And every month. And every year. And every year. Let your hand. Let your hand. Your hand. Your hand. Your favor. Your favor. Your favor. Your favor. Your hand. Your hand. Your favor. Your favor. Your hand. Your hand. Your favor. Your favor. Your hand. Your hand. Your favor. 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 That you keep me from evil. I receive it. Before Jesus Christ prayed and said, deliver us from evil, Jabez already knew what evil can do. Come on. See. When God blesses you and you don't defeat evil, evil will swallow blessing. Aha. So, in your daily prayer, protection from evil is a key thing. Because you can have money, evil can swallow your money. You can have a good marriage. Evil will swallow your good marriage. God can open the door. Evil, oh, challenge. May evil not dwell near your door. I receive it. May you be preserved under the blood. I receive it. Preservation. I receive it. Under the blood. I receive it. You I receive be it. Be delivered. I receive it. Be delivered. I receive from it. From evil. I receive it. Deliver us from evil. And look at the man who was born in pain. Look at the prayer he prayed on pain. That I may not cause pain. That word also means that I will not transfer pain. Never. I was born in pain, but I will not transfer pain. Never. I was born in poverty, but I will not transfer poverty. Never. I was born in shame, but I will not transfer shame. Never. Kaya baba ya bokataya. Rabosakaya makataya. May you transfer the opposite of everything you were born in. I receive it. Don't make this confession. If you want to transfer pain and poverty to your children. But like me, I was born in poverty, but I'm not transferring poverty. Never. Oh, increase that clap offering. Because you've heard the Bible. Now you hear, you see another living testimony right in front of you here. Come on now. I was born being sacked for school fees. But I didn't transfer sacking of school fees. Paying of school fees. I haven't transferred that. One day I traveled. And my PA had forgotten to pay the school fees of my daughter.
usually first day, opening of school, we pay by transfer. She transfers, she writes a letter to my bankers, and my bankers will transfer the school fees. For some reason, my PA forgot. And my Marita and I, which were doing apostolic ministry abroad. Then I saw the principal of the school calling. He said, Apostle General, tomorrow we are giving letters for all those who have not paid school fees to leave. And when I saw the list, I saw your daughter's name and I was shocked. And I know it must be an error. So I just was calling your attention. I said, sure, it's an error. I said, within the next 50 minutes, every debt will be cleared. Come on now. Yeah. You will not transfer pay. Arasama. You will not transfer pay. Arasama. You will not transfer pay. Yes. Somebody jump and shout and say, leave us. Go. Leave us. In America, I received a phone call from a principal. That shows how powerful and influential we are. It shows you that God has enlarged our territory. Yes, sir. Yeah. May your name become fearful. I receive it. So as soon as I hung on, I said, Tina, you haven't paid fees. He said, oh, daddy. So, oh, daddy. Come and say, my PA wanted to faint. I said, it's okay. Just write the letter right now and call them and tell them the transfer will be done in less than 24 hours. So, because of my daughter, they suspended the sacking of all others. And lost my territory. This is how I win my battle. That is how I win.